Hey und letztendlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Beim letzten Mal habe ich anscheinend irgendwas verbockt gehabt mit Audioqualität. Nämlich ich habe nicht über meinen Line 1 gemacht, den ich vorher konfiguriert. Egal. Jetzt sollten wir allerdings wieder eine ordentliche Qualität haben. Hoffe ich. Ansonsten haben wir ein Problem. Nö, aber jetzt dürfte das nicht mehr so komisch klingen. Ich werde natürlich, ich bin immer noch am Arbeiten. Das heißt, es kann sein, dass die Sachen natürlich absolut unnötig waren. Oh, Chicken mit Egg. Danke für dein Ei. So eine Schweinerei. So, ich denke, wir sollen mal durch die Nacht schlafen. Sicherheitshalber einfach mal so. Und umsetzen ist immer ungesund. I can hear you, Zombie, in the lawn. Ja, ich bin wieder gut gelaunt. Beim letzten Mal habe ich gesagt, wir wollen endlich mal anfangen, ein bisschen was zu bauen. Ach nein, wir wollten erstmal terraformen. Chicken, du bleibst. Der will unbedingt in die Freiheit, oder? Das kann ich allerdings nicht dulden. Deshalb geht man nicht da raus. Dämliches Vieh. So viel zu meinen Hühnern. Boom. Oha. Du schießt mich ab. Das kann ich. Wie viele Skelette sind hier eigentlich? Fackel. Danke. Damit dürfte es. Ach, natürlich. Ich habe ja hier zugemauert. Ich erinnere mich. Und ja, ich habe die schon runtergedreht. Ich muss nur dran denken, nicht in meinen eigenen Audio stellen. Dings wieder runterdrehen. Und ich wollte die Kohle ja irgendwann mal abbauen. Das ist der Wahnsinn, wenn die Sachen immer rumstehen. Das kann ich nicht leiden. Also, ersten Schritt Nummer 1. Wir brauchen mehr Cobblestone. Kabelstein und eben selbst und sogar noch mehr Zeugs. Alles da rein. Wow, bald sind wir voll. Boom, wir haben 4 Eimer. Das heißt, wir sollten schnell Lava holen, weil sonst die Maschine nicht mehr läuft. Wir produzieren mehr Kabel als nur eine Dings. Wir bräuchten nicht 2, aber wir haben dafür im Moment noch nicht genügend Eisen und das wird sich hoffentlich bald ändern. Stimmt, ich habe zwischendurch mal ein paar Mods. Ah nein, ich habe gestern mit GregTech wieder gearbeitet. Ach ja, warum bin ich eigentlich. Hier muss ich lang. Genau, jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Und damit ist dann wieder alles in Ordnung. Wir sind fröhlich, glücklich und zufrieden und. Und wir haben wieder 4 Eimer Lava. Ich hoffe natürlich, dass ich das irgendwann mal auf mehr aufstocken kann, dass ich da nicht ganz so oft mich drum kümmern muss. Aber ich liebe diese Vanilla-Mechanik. Habe ich eigentlich. Ja, ich muss hier unbedingt mal Treppenstufen bauen. Komm her. Danke für den Knochen. Obwohl ich den nicht mehr unbedingt brauche. Ich habe ja inzwischen Nahrung genug. Naja, noch nicht ganz. Ich muss ja immer noch ein Feld anlegen. Ich denke, ich sollte hier, wo ich jetzt gerade stehe, eins anlegen. Also von der Höhe her. Und dann noch eins drunter. Das mache ich auch gleich. Sobald ich meine Maschine in Gang gesetzt habe. Damit das halt wieder läuft. Okay, das hat erst gerade neu gestartet, dann passt das. Ich werde den Stone demnächst mal damit nach unten nehmen, dass ich hier Treppen bauen kann. Aber naja, wo waren wir? Genau, ich wollte die Felder. Moment, ich habe 3 Stück. Dann kommt da hier drüben auch noch eins hin. Dann wird der Baum schon früher fallen, als ich gedacht hatte. Aber da kümmere ich mich dann. Erst schaue ich, wie weit ich brauche. Und dann schaue ich nach. Ich brauche mal den Eimer. Und ein paar Haus. Und dann kann ich mich drum kümmern. Einmal Wasser bitte, danke. Jetzt checken wir mal, was wir brauchen. Ich habe gesagt, ich brauche hier noch einen. 2, 2, das heißt, hier ist das erste. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt das Ding hin. Und dann auf der anderen Seite das gleiche. Also werde ich den Baum doch schon mal fällen. Tut mir leid, Cherries. Ihr tut mir leid, aber es hilft nichts. Ihr müsst leider verschwinden. 1, 2, 3, 4. Stimmt, ich sollte vielleicht auch Schaufeln mitnehmen, wenn ich terraformen gehe.
Und vor allem, wenn ich mehr als nur ein bisschen terraformen will, aber dafür brauche ich halt ein bisschen Sticks und Stone und Zeug und das habe ich alles. Boah, ist hier viel gewachsen, das ist so cool. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe, so riesige Felder mit irgendwelchen Sachen. Später werden wir natürlich spezialisierte Farmen haben und nicht nur alles auf einmal. Einem Haufen, das ist nämlich langweilig. Sand kommt da rein, das kommt da rein. Ach, die Erde wollte ich eigentlich nicht da rein tun, egal. Dann tue ich das da rein. So wie das Rotten Flash, das brauche ich ja inzwischen nicht mehr, das kommt aber trotzdem eigentlich hier unten rein. Cherries und Samen gehören hier hin. Brokkoli auch. Nein, Spinat, genau, nicht Brokkoli. Jetzt habe ich gesagt, brauche ich mal 8 von denen. Brauche ich ein bisschen Holz. Das dürfte wahrscheinlich zu viel sein, oder? Nö, genauso viel wie ich brauche. Und dann bräuchte ich auch noch mal ein paar Steinspitzhacken demnächst. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann mache ich 4 Stück. Das heißt, ich brauche einen Holzblock noch. Und dann bin ich wieder so gut wie bereit für alles, was kommen wird. Perfekt. Nachdem wir das jetzt haben, können wir uns endlich darum kümmern, dass wir das Land terraformen. Ja, dann haben wir auch dieses eine Dings noch entfernt, dann können wir richtig loslegen. Und dann wird es schon richtig cool. Ja, ich finde es immer noch cool, den Turtle Slave zu haben. Da ist sogar noch mal was nachgewachsen. Es hieß doch, ach, egal. Ja, die Sachen kommen, es sind sowieso innerhalb des Radius, der sowieso weg muss, deshalb ist mir das jetzt auch egal. Ich werde den jetzt nur mal bis hier drüben hinziehen. Und dann dürfte es ja schon mal reichen, dann haben wir eine grundlegende Versorgung und dann sollte ich mir schauen, wie ich mal ein bisschen Nahrung sammle, die auch was nützt. Wo ich kann ja schon mal das hier rausnehmen. Und dann esse ich dringend ein bisschen Strawberry Juice. Und dann muss ich mal schauen, dass ich mal irgendwas Sinnvolles anpflanze. Ach, meine Kartoffeln, genau die muss ich mal pflegen. Das ist nämlich jetzt super wichtig, weil die nämlich viel zu kleines Feld erst haben. Irgendwann kriege ich auch meine verfaulte, aber ich hoffe natürlich, ich kann die ja nicht brauchen, aber trotzdem. Ich weiß sowieso nicht, wofür man verfaulte Kartoffeln braucht. 2 sogar haben wir gekriegt. 2 Poisonous Potatoes. Freue ich nicht. Aber im Moment haben wir gut weitergebraucht. Sind wir gut weitergekommen. Boah, es ist hier viel Zeug, das weg muss. Aber naja, eins nach dem anderen, dann wird es schon gehen. Wie lange will der Kirschbaum da eigentlich noch stehen? Ach so, das war der andere, war ein anderer Holzblock. Das ist der Grund. Die haben dann einen extra Holzblock, dass die erkennen, wann das Ding ist. Okay. Passt. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich's. Also, das dürfte wahrscheinlich in dem Moment, wo es zerstört wird, auch wieder zum gleichen Holz werden. Aber während es da ist, ist es ein anderes. Und deshalb dürften jetzt natürlich auch keine neuen Kirschen mehr wachsen. Bis wohin muss ich überhaupt nach drüben gehen? So weit ungefähr. Und dann kann ich mein erstes Feld anlegen, dann kann ich die ersten Sachen rüberbringen und dann die nächsten. Weil die alten Felder brauche ich nicht mehr. Wo habe ich diesen Baum herbekommen? Den Cherry Sapling meine ich. Oder droppen die von dem Baum? Das wäre natürlich interessant, dann wäre es natürlich deutlich einfacher, an die Dinger ranzukommen. Nö, das sind ganz normale. Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir werden es schon irgendwann rausfinden. Ansonsten könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wo ich den bekommen habe. Denn im Gegensatz zu mir dürfte euch das wahrscheinlich aufgefallen sein. Hey, du hast ja einen cool... Wow, du hast eben das aufgehoben. Hast es nicht mal gemerkt, nicht mal einen Kommentar dazu abbiegen. Nachher, wer fragt danach? Oder man kann zurückspulen im Video und nachschauen. Das kann ich jetzt in Echtzeit nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. So, damit habe ich 1 von 3. Moment, ich brauche 4 Felder. Okay, 1, 2, 3. Ja, ich würde mir dann mal schauen, dass ich mir dann was einfallen lasse. Ich
denke, ich sollte nun mal hier die Kartoffeln schnell ernten und weiter verbreiten. Und meinen Strawberry Juice trinken. So. Die können theoretisch auch Effekte auslösen, dachte ich. Ja, das Feld muss natürlich dann auch bewegt werden. Das kann ich dann nämlich nicht mehr lassen, aber da kümmere ich mich dann gleich drum. Erstmal muss ich hier so drei, ja, zwei kommen dahin, dann kommt noch eins dahin, das geht. Okay. Das heißt, die Bäume hier müssen weg. Baum, du musst aus dem Weg. Tut mir leid, denn es ist zu spät. Oh, neues Chicken. Hast du zufälligerweise ein paar Eier gelegt? Ja, Eier sind super wichtig für mich. Weil wir müssen irgendwann eine Chicken Farm anfangen und das geht halt nur, wenn man Eier hat. Später natürlich inklusive Autobreeder und alle möglichen. Da muss man natürlich dann schauen, dass die Gegner, dass die Hühner nicht rauskommen und es wird Nacht. Das heißt, ich sollte mal schauen, dass ich... Oh, eine Kuh! Eine Kuh! Eine Kuh, 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 eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Jetzt brauche ich nur noch eine zweite. Und dann brauche ich jede Menge Weizen. Und dann kann ich jede Menge Kühe züchten. Und wenn ich jede Menge Kühe gezüchtet habe, dann wird's richtig gut. Ja, ich war... Natürlich wurde ich von einem Creeper in die Luft gejagt. Weil das Skelett mich reingeschossen hat, dann ist das Huhn mit umgekommen. Damit stimmt, damit haben wir unsere schöne Statistik versaut. Ich sollte vielleicht nicht alle Tools mitnehmen, die ich dabei habe. Hatte ich nicht meine Tools-Chest? Die brauche ich im Moment nicht. Nehme ich die Erde mit, dann kann ich die nämlich schon mal einlagern in mein Uber-Lagerhaus of Doom, Destruction and Epicness. Wobei ich nicht mehr weiß, wo ich angefangen habe. Ah, hier unten. So. Und da habe ich immer noch nicht Dings gebaut. Oh ja, und da muss ich mir sowieso noch überlegen, wie ich das machen will, wenn ich hier Treppen hin tue. Das wäre doof. Weil das Langhaus da nicht mehr zugänglich ist. Oder ich baue halt jeweils eine Stufe ab, dann geht das auch. Egal. Für einen Augenblick. Muss erstmal der Creeper sterben. Weil er mich in die Luft jagen will, das kann ich nicht akzeptieren. Oh. Edit, Start, Up. Das passt. Das heißt, irgendwo haben wir ein Problem. Seltsam. Oh, stimmt. Label set cobbler 1 start up. Das ist nur wichtig, dass der, wenn ich ihn aufheben will oder sowas, da nichts verbraucht. Huch, da war ein Lagspike drin. Und das ist eigentlich nichts, was ich akzeptieren kann, weil wir eigentlich nichts gemacht haben. Ach ja, hier haben wir natürlich Erde gebraucht. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich, was wir gemacht haben beim letzten Mal. Nur noch eine Kirsche ist noch reif geworden. Cool. Komm her, Kirsche. Ja, wo war ich? Genau, Kirschen am Baum. Stimmt. Ich esse mal eine. Gut, damit haben wir schon mal wieder ein weiteres Feld. Ach genau, da wollte ich ja die ersten Sachen anpflanzen. Jetzt überlege ich nur gerade, dass ich die nächsten drei Felder noch baue. Das einzige, was ein bisschen doof ist, ist, dass es hier ein Dreier-Dings ist und kein Zweier. Sieht so ein bisschen komisch aus damit. Aber es hilft nichts. Naja, es wird schon möglich sein, dass man da was gegen macht, aber okay. Ah ja, ich bin immer noch nicht fertig gewesen. Oh, Äpfel! Schön. Hey Kuh, bist du lieb und freundlich, nett und gutherzig, gut gelaunt und motiviert? Dann bist du nämlich willkommen im Club. Ansonsten, ja, ich brauche mal ein paar mehr von den Viechern. Komm her, Holz, ich brauche dich. Zumindest zu einem begrenzten Maße. Oh, ich hoffe, dass ich trotzdem mal ein paar mehr Kühe finde. Dass ich einfach die Möglichkeit habe, ein bisschen mehr zu machen. Hey, Schnaub, Schnaub. Es schnaubte die Kuh vor meiner Nase. Und irgendwann werde ich natürlich mal anfangen müssen, Bäume nachzupflanzen. Aber im Moment geht es erstmal darum, um Land zu gewinnen.
Und sobald wir Land genug gewonnen haben, kann ich mich wieder drum kümmern. Es ist super einfach, meine Holzfarm aufzustellen. Man platziert, es geht extremst schnell, das ist das Einzige, was zählt. Okay, wir haben jede Menge Zeugs hier in der Gegend, das wir nicht brauchen. Dann kann ich hier auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen. Reicht das vom Platz her? Es könnte reichen. Ja, es sollte reichen. Okay, das heißt, wir fangen mal an, dass ich einen Eimer mit Wasser brauche. Der kommt mal mit. Danke. So, jetzt aber. Hierhin. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hole ich mir gleich das nächste Wasser, dann kann ich drumherum mein Feld anlegen und dann haben wir genügend, um das umzufarmen. Das Gute ist ja, dass die Farmen schon vollständig sind. 1, 2, 3, 4. Das dürfte passen. Und dasselbe auch hier. 1, 2, 3, 4. Und einmal links, einmal rechts. Ich hoffe, das reicht überhaupt von den Holzspitzhacken. Ansonsten, Holzspitzhacken, ja. Ne, es ist wirklich ein bisschen doof, dass das keinen Vorteil bringt, eine bessere zu bauen. Außer, dass man es nicht andauernd neu craften muss. Ich fände es schon cool, wenn man dann einen Vorteil von hätte. Ich glaube, früher hat man doch hoen müssen, um Samen zu kriegen. Damals hat es, glaube ich, sogar noch was gebracht. Zwischen ging man Samen ja aus dem hohen Gras. Das waren früher noch andere Zeiten. Wo man noch keine Gesundheit regeneriert hat, sondern immer was essen musste, dass das ging. Hey, hey, Chicken! Hey, hey, Chicken, Chicken, hey! Oh, da vorne ist Wolle, das ist auch gut. Dann der nächste müsste ja dann... zwei daneben sein. 1, 2, 3, 4 hier. Und 1, 2, 3, 4. Das geht sogar ganz knapp aus. Dann mache ich den noch weg und dann haben wir es richtig schön und ordentlich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich weiß, es ist nicht das Allerspannendste, mir zuzusehen, wie ich Felder anlege. Aber es ist notwendig. Denn, ja. Wir müssen es halt machen. Gut, dann brauche ich wieder mal ein bisschen Material. Ich habe kein Kabel dabei, sonst würde ich Kabel hernehmen. Oh, wie schön voll die Felder sind. Alle gut gewachsen, groß und stark und episch und mächtig und mal wieder übertrieben. Tut mir leid, ich übertreibe einfach zu gern. Das ist irgendwie eine schlechte Angewohnheit von mir. Habe ich noch Holz? Nö, habe ich nicht. Doch, habe ich schon. Zwei, vier sollten reichen. Hoffe ich mal. Ansonsten können wir immer noch neu erstellen. Das ist halt der Vorteil, dass es unglaublich billig ist. Und wo du herkommst, kann ich leider nicht sagen. Okay. Kuh, du stehst auf meinem Feld. Weißt du, was das normalerweise für Kühe heißt? Normalerweise heißt es immer, dass ich die Kühe einfach erledige. Aber... in diesem Fall hast du das Glück, dass du die einzigste Kuh bist in der Nähe und ich dich unbedingt am Leben brauche. So, jetzt habe ich drei, brauche nur noch eins. Das heißt, wir müssen hier 1, 2, 3, 4 und Wasser. Und dann 1, 2, 3, 4. So viel Grünzeug sie überall. Okay, jetzt heißt es nur noch links und rechts. 1, 2, 3, 4. Das geht sogar noch hin. Und dann heißt es einfach nur die Samen umpflanzen. Haben wir dann überhaupt alle? Doch, doch, im Grunde müssten wir alle haben danach. Und dann haben wir die Felder umstrukturiert, dann wird das schon. Was ich machen werde, ist übrigens einfach bei den Feldern die Felder abernten. Und dann das Wasser entfernen. Damit wird sich das ja von selbst erledigen, das ganze Problem. Zumindest in den meisten Stellen. So, einmal, ich habe nicht genug Inventarplatz. Das ist schlecht, aber gut, wir haben alles Wichtige. Das heißt, wir können uns um die weniger wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Naja, erstmal das machen. Warum muss es so ständig der Hunger so runtergehen? Das nervt. Ich freue mich schon, wenn wir richtig schöne Sachen haben mit Saturation. Oder Sachen haben, die uns Gesundheit wiederherstellen, die was automatisch essen. Irgendwie sowas in die Richtung.
Okay, was habe ich gesagt, was ich brauche? Ach ja, genau, Platz, einfach nur. Seeds, Strawberry. Das passt dann schon. Dann kann ich nämlich jetzt einfach da grob abernten und dann sehen wir schon, was da wird draus. Was da wird draus, das werden wir sehen. In weiter Ferne schwebt das Licht. Durch eiserne Finsternis, wir gehen. Nö. Ich bin heute nicht so kreativ wie beim letzten Mal. So, Piggies könnte ich leichter im Moment züchten. Ich glaube, also Schweine kann man unglaublich leicht züchten, weil man sehr, sehr leicht die ganzen Materialien dafür bekommt, die man braucht. Stimmt, ich habe gesagt, ich wollte das Wasser wegnehmen. Und dann pflanzen wir hier neu nach. Das war jetzt nicht so weit weg, aber dafür haben wir jetzt ein eigenes Feld für Weizen und ein eigenes Feld für Karotten, genau. Und das ist einfach sinnvoller. Ich hätte natürlich die ganzen Vanilla-Crops an eine Stelle machen können. Ist allerdings im Grunde egal. So, wir haben genug Seeds gehabt. I got a carrot for me. Ich denke, dass ich diese Karotten hier drüben anbauen werde. Wie lange wachsen die eigentlich noch nach, die Kirschen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls scheinen sie recht lang zu bleiben. Es wird schon wieder Nacht. Ein bisschen weiter kann ich noch anpflanzen. So. Und dann machen wir uns auf den Weg, das noch einmal trinken und dann sind wir bereit. Und ja, dann kann ich natürlich hier auch mal irgendwann da was draufbauen. Also im Moment ist das so ein bisschen komisch. Der andere meint immer noch. Das ist gut. Und dann sind wir bald so weit, dass wir wirklich tatsächlich mal was bauen können. Wir haben inzwischen schon einen guten Schwung Kabel und sowas, der in eine richtige Form gebracht ist. Inzwischen kann ich natürlich Kabeltools machen, weil, ganz einfach, weil wir so viel Zeug haben. Zwei Eimer haben wir schon wieder. Aber ich werde irgendwann mal richtig schön unterirdisch meinen gehen müssen. Man sieht, die Sachen trocknen aus. Das ist ja, wie es erwartet ist. Wie erwartet verhalten die sich. Und das ist gut so. Die Cherries wachsen nach und wachsen nach. Kann ich mal bitte einfach von dem Hunger mal auf einem hohen Level bleiben? Danke. Ich will die Karotten nicht essen, ich will sie einpflanzen. Okay, ab jetzt kann ich sie auch essen. Bei den Potatoes geht das noch nicht. Es ist gut möglich, dass ich das Farming mehr oder weniger umsonst mache, weil ich später sowieso auf irgendwas Natürliches, irgendwas Einfaches zu bekommen, das geht, aber das wird sich zeigen. Das andere waren, glaube ich, Strawberries und Leeks. Dann stopfe ich das mal, ja, ich habe immer noch nicht die Sachen hier aufgefüllt. So. Aufgefüllt. Boah, werden wir viele Erdbeersamen kriegen. Ich hoffe, dass ich damit irgendwas anstellen kann. Ansonsten muss ich die voiden und das hätte ich auch nicht so unbedingt Lust. Hui, haben wir viele. Ich kann gar nicht alle aufheben. Okay, ich esse einfach zwei Stück und dann geht es schon. So, voll, passt. Stimmt, es war ein Zweier-Stack. Und habe ich das Wasser schon rausgenommen? Nein, habe ich noch nicht. Wasser kommt mit, danke. Und dann pflanze ich die da drüben an. Ich hoffe, ich habe genug Samen. Ich denke jedoch auf jeden Fall. Naja, ziemlich sicher zumindest. Und das passiert mir so oft. Das ist der einzigste Nachteil an der Feldstruktur. Man fällt leicht ins Wasser. Aber so kümmern sich die Felder komplett um sich selbst. Wir können natürlich irgendwann Harvest Moon-mäßig das Sachen so 7x7 Felder anlegen, die wir jeden Tag mit Diamantgießkanne gießen. Okay, das hat gereicht. Jetzt muss ich nur mal irgendwo meine Sachen hinlagern. Ich hab immer noch keinen Bio-Dingsturm. Kein Bio-Lagerzentrum. Das wird sich auch noch ändern müssen. Vier Eimer, das heißt, ich muss wieder sammeln gehen.
Das, 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 das. Ist ja nicht, ist es einfach nur nervig, dass man das so oft machen muss. Deshalb werde ich halt ab dem nächsten Mal dann irgendwann, oder werde ich sobald es geht halt auf mehr Eimer umsteigen. Und dann wird das angenehmer und schneller und effektiver und effizienter und spart mir halt jede Menge Arbeit. Immerhin, wir kommen gut voran. Die Lava wird weniger. Und genau darum geht's ja. Übrigens, ich werde die Diamant, ich werde die Mining Turtles nur für Cobblestone im Moment hernehmen. Eventuell irgendwann anders mal für was anderes, aber im Moment nur für Cobblestone. Stimmt, ich könnte eigentlich anfangen, die Sachen hier abzutragen, aber ich habe nicht genug Platz, oder? Ja, dann kann ich nämlich, dann werde ich beim nächsten Mal Stufen mitnehmen. Und dann dürfte das passen. Ja. Ich hoffe nur, dass ich von der Höhe nicht falsch bin. Oh! Da sehe ich was, was mir gut gefällt. Ich sehe was, was mir gut gefällt, und das ist jede Menge Eisen. Damit mit 6 Eisen. Oh, und Gold. Nicht, dass wir es im Moment für viel brauchen würden, aber heben es mal trotzdem auf. Für je 3 Eisen kann ich mir einen Gang sparen. Nein, nicht für 3. Für 6 Eisen. Das heißt, wenn ich da ein bisschen mehr noch hole, dann geht das. Wofür habe ich eigentlich das ganze Eisen verbraucht? Ach ja, natürlich für meine ganzen Hopper. 5 Stück pro Ding, Item, das ist schon sehr, sehr viel. Und wir sind bei 26 Minuten. Ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann hier weitermachen. Und dann sehen wir uns bis dahin. Ja, viel Spaß. See you, Leute. Und bye bye.